Guten Morgen, sehr geehrte Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen. Heute ist der 9. März 2019. Das ist ein Samstag und das Wetter sieht nicht besonders gut aus. Es ist überall Bewölkung, Stratus, vielleicht Stratocumulus. Ja. Und in der Höhe haben wir Alto Stratus. Das heißt, wir haben hier nicht so gutes Wetter für unser Solarpanel, aber trotzdem probieren wir den einen oder anderen Kilowatt aus diesem Wetter hier rauszuholen. So, damit hallo und herzlich willkommen. Wir melden uns, da wir eine etwas kompliziertere, aber auch interessantere Wetterlage haben. Ja? Wir haben jetzt zum Beispiel aktuell eine Temperatur von 9,0 Grad. Stimmt, das haben wir auch in diesem Winter hier aufgebaut. Wir haben nämlich ein Netz von 3 Sensoren und noch eine super große Wandstation uns angeschafft. Das ist diese hier. Hier drauf können Sie gleich direkt mal erkennen, wie das Wetter momentan ist. Ja. Die 22,6 Grad, das ist der Sensor im Bad. Die 9,0 Grad, das ist der Sensor auf dem Balkon. Und die 9,6 Grad, das ist der Sensor, der hier direkt draußen an der Hauswand hängt. Damit möchte ich quasi halt überprüfen, das können wir eben gleich checken, wo der Sensor hängt. Oh, da ist Arno schon am Arbeiten. Kleinen Moment, muss man hier ein bisschen Platz schaffen. Ja, gut. PC mal wegschieben, so. Da unten hängt er. Und mit Hilfe von diesem Experiment wollen wir herausfinden, wie das aussieht. Ob wirklich am Haus es wärmer ist oder nicht. Ja. Übrigens, diese Wand, was Sie hier jetzt gerade gesehen haben, wo der Sensor dranhängt, ist eine Wand, die wohl in Richtung Norden ausgerichtet ist. Ja. Und dementsprechend kommt da nicht allzu viel Sonne hin. Deswegen sollte das Solarpanel auch auf dem Balkon in Richtung Süden dort hinten liegen. So, allgemein aber im Winter können wir aussagen, dass die Hauswärme nicht allzu aktiv ist. Gut, jetzt haben wir einen Unterschied von 0,6 Grad ja, zwischen der Tanne und dem anderen an der Hauswand. Ja. Aber was man da auf jeden Fall auch aussagen kann, ist, dass vor allen Dingen tagsüber ist es an der Tanne meistens wärmer. Also zumindest im Winter gesehen, ich weiß natürlich nicht, wie es im Sommer ist. Ja. Das Experiment läuft ja jetzt noch. Aber es ist da definitiv wärmer als an der Hauswand. Ja. Vielleicht kommen wir dazu noch und können das Ihnen irgendwann nochmal zeigen. Ja. Aber jedenfalls, wenn die Sonne scheint, ist es an der Tanne wärmer als an der Hauswand. Ja. So, wir kommen jetzt vielleicht erst einmal zur Wetterlage. Zuerst noch eine kleine Information, und zwar nämlich gestern waren wir oben auf dem Dach gewesen bei unserer Wetterstation. Und da haben wir dann festgestellt, dass der Windsensor schon wieder einmal ausgefallen ist. Ja. Wir dachten eigentlich, dass es an den Batterien liegt. Ja. Deswegen haben wir quasi hier einmal uns mit dem Multimeter-Messgerät aktiv gemacht und verschiedene Batterien hier raus sortiert. Ja, diese zwei hier, die roten, die waren im Windmesser mit verbaut und die hatten noch eine Spannung von ca. 1,3 Volt. Ja, die anderen hier, ganz davon zu schweigen, wie die hier auch aussieht, die sind schon ein bisschen mehr abgenutzt. Ja. Und deswegen, die haben alle weniger als 1,3 Volt. Wir waren der Meinung, ja gut, 1,3 Volt, tauschen wir die mal aus, denken die neuen. Die neuen haben eine Spannung von 1,6 Volt. Ja. Und ja, dann haben wir die halt eben reingelegt und festgestellt, dass der Windmesser nun mal immer noch nicht funktioniert. Ja.
Und dadurch, weil der Windmesser immer noch nicht funktioniert, gehen wir davon aus, dass wir leider den ersten Defekt nach 8 Jahren stabilen Betrieb bei unserer Wetterstation haben. Und dementsprechend stehen wir jetzt vor der Wahl, entweder A, tun wir jetzt hier unter Amazon, amazon.de, einen neuen Windmesser bestellen, ja, einen sogenannten Spare Part. Dieses Spare Part bedeutet auf Deutsch übersetzt eine Übersetzung, eine Ersatzteil, ja, das heißt Spare Part. Und von dem her, wenn ich jetzt mal eingebe, Oregon Scientific WDR 800 Eingabetaste. So, da kommt er schon. Das hier wäre ein Ersatzwindmesser für ca. 79 Euro. Ja. Und da kommt dann eben noch 8 Euro Versand mit dazu. Das sehen wir dann hier, weil der direkt von USA kommt. Und dementsprechend, ja, aber leider können wir dann quasi mit der Wetterstation diese Sturmlage, die was wir jetzt heute und morgen haben, nicht aufzeichnen. Daher bitten wir dies zu entschuldigen, aber es ist auch nicht tragisch. Ich meine, er hat 8 Jahre lang draußen bei Wind und Wetter, was weiß ich, wie viel Umrundungen gemacht, ja. Von dem her, da kann man auf jeden Fall auch stolz darauf sein. Zum Vergleich, die erste Station, die wo ich hatte, das ist die WS 1600, glaube ich, können wir mal einnehmen. Ja, genau, das ist die hier. Die habe ich damals für 99 Euro gekauft. Und die hat gerade einmal 1,5 Jahre gehalten, ja. Da ist zuerst der Windsensor ausgefallen nach circa einem Jahr oder 1 Jahr und 2 Monate. Garantie darauf war 1 Jahr gewesen und naja, dann der Temperatursensor ist nach circa 1,5 Jahren ausgefallen. Und weil halt eben an diesem Temperatursensor der Regensensor auch angekoppelt war, ja, ist natürlich auch gleichzeitig der Regenmesser ausgefallen. Ja. Und von dem her können wir auch sagen, dass Oregon Scientific, oder wie die da heißen, dass die doch relativ gut, gut Wetterstationen bauen können. Ja. können wir Ihnen vielleicht noch kurz zeigen, die WMR 200, die gibt es mittlerweile nicht mehr. Oregon sondern es gibt nur noch die WMR 300, das wusste ich jetzt gar nicht. Ne? Aber die Wetterstation, die ist doch relativ, im Vergleich zu den Leistungen, relativ günstig mit 414 Euro oder 415 Euro. Ja. zum Vergleich, diese Temperaturstation hier, wenn man die einzeln nachrüstet, die kostet 201 Euro. Ja. Das ist schon nicht gerade das allergünstigste, ja. Aber wir sind uns immer noch am Überlegen, sollen wir jetzt erstmal einen Ersatzteil hier nachrüsten oder sollen wir vielleicht doch gleich aussagen, ja komm, die anderen Bauteile, die werden sowieso, so wie die aussehen, jetzt innerhalb von den nächsten 1-2 Jahren hinterherkommen und dann gleich eine neue Station dorthin zu bauen. Ne? Da sind wir auf jeden Fall noch am Überlegen. Ja. So, aber wir kommen jetzt mal zurück zu der aktuellen Wetterlage. Dazu schauen wir uns doch einfach mal kurz die Karten in der wetterzentrale.de an. Aktuell haben wir eine Westwetterlage. So wie eigentlich schon im Februar auch. Ja. Gut, im Ende Februar gab es dann eine relativ längere Phase, wo wir ein Hochdruckgebiet hatten. Das können wir Ihnen vielleicht auch noch kurz zeigen. Ja. Da waren es dann 10 Tage lang Sonne oder sogar noch mehr. Ja. So, blättern wir das mal um.
Oh, Februar 2017, noch 2 Jahre nach vorne. So, Januar. Februar, genau. Da war es dann am Anfang erstmal so lalalala, ne? Immer mal ein bisschen kühler, aber dann später gab es eine Phase, wo es relativ sonnig war, ne? Ab Mitte Februar. Gut, mit Ausnahme von diesem 19. Februar, da war es ein bisschen kühler, weil wir halt auf der ungeschickten Seite des Hochdruckgebietes lagen, ne? Aber ja, hier auch wiederum, aber dann sind wir doch schon auf die 20 Grad Celsius gekommen und das im Februar, das ist schon ein gutes Zeichen dafür, dass wir dieses Jahr vielleicht einen angenehmen Sommer bekommen. Ja. Aber ja, jetzt momentan sieht es nach alles anderem aus, außer Hochdruckgebiet. Von dem her, wenn wir jetzt hier mal rüberblättern, können wir Ihnen das mal zeigen. Hier war das letzte Sturmtief. Ne? Deswegen steht hier auch eine 10. 10 ist BFT Stufe 10. Ja? Das, was wir halt immer an der Station gemessen haben. Ne? Und dann dementsprechend ist hier natürlich auch das Barometer ein bisschen hochgegangen bis 1038 und dann dementsprechend auch ja, sogar 1039, 1040 haben wir nicht geknackt. Aber es ist auch nicht so tragisch. Ich meine, wichtig ist ja nur die Wärme und nicht die Hektopascal-Zahl. Ja. So, jetzt tun wir mal den Wetterordner mit dem ganzen Archiv schön brav wieder zurücklegen. Ups. So, okay. Und hier die aktuelle Aufzeichnung vom März 2019. So, ja. Jetzt kommen wir doch mal zur aktuellen Wetterlage. Alle verstecken, so. Und zwar nämlich haben wir hier einen etwas größeren Kaltlufttropfen. Ja. Dann sehen wir jetzt hier aktuell alles, was hier blau ist. Ne? Das ist Kaltluft. Ne? Da können wir jetzt mal reinschauen. Minus 35, minus 35, minus 30. Und diese Kaltluft, die liegt über dem warmen Atlantik. Und das hat einen sehr guten Vorteil, und zwar nämlich daraus entwickeln sich Sturmtiefs. Ja. Gut, jetzt mal davon abgesehen, dieses Sturmtief hier zum Beispiel, das wird uns am Mittwoch beschäftigen. Ja. Und da davor haben wir jetzt noch ein anderes, das hier wird uns zum Beispiel jetzt heute beschäftigen. Und morgen wird uns das hier beschäftigen. Das hier ist eine Randwelle, die können wir Ihnen zeigen. Unsere Dokumentation wird sich hauptsächlich um diese Randwelle da morgen am Sonntag drehen. Ja. So, wenn wir jetzt hier uns mal ein bisschen durchklicken, dann sehen wir quasi, dass die Randwelle schon zu einem eigenen L geworden ist. L steht dabei für Low Pressure Area. Ne? Das heißt auf Deutsch übersetzt Tiefdruckgebiet. Ja? Und dementsprechend, wenn wir uns jetzt mal hier so durchklicken, dann sehen wir, dass wir so gegen Sonntag 15Z dann diese Randwelle hier haben. Und die kann im Süden von Deutschland doch schon einiges an Wind produzieren. Ne? Ja. Wohin wollte ich denn jetzt? Genau, 850er Wind. Schau, ich muss also auf Mitteleuropa gehen. Jetzt haben wir 850er Wind. So. An diesem Ding hier kann man auch sagen, dass hier die Warmfront durchgezogen ist. Ja? Und jetzt befinden wir uns im sogenannten Warmsektor hier drin. Ja? Und dementsprechend ja, kommt dann irgendwann im Laufe der Nacht die Kaltfront. Ja, das müsste man dann halt über die Isobaren abchecken, wo die gerade rumgammeln. Hier gammelt es herum. Ne? Es ist dann im Laufe der Nacht um 3Z. Da muss ich dann schon früh morgens wieder aufstehen zur Arbeit. Ne? Deswegen die Kaltfront, die können wir nicht beobachten. Aber, man sieht sogar, dass die doch relativ langsam drüber zieht. Das heißt, die schleift sogar. So,
Jetzt ist natürlich die Frage, was ist hier überhaupt drin in dem Tiefdruckgebiet? Das können wir Ihnen jetzt auch gleich zeigen. Zuerst einmal beantworten wir die Frage, ist das Tiefdruckgebiet überhaupt stabil? Ja oder nein? Das müssen wir natürlich auch wissen. Denn je labiler das Ganze ist, desto interessanter wird das Ganze auch, weil da quasi sich dann schön Schauer und vielleicht auch einzelne Gewitter ausbilden können. Die sogenannten Höhenkaltluftgewitter, auch wenn die nicht lang aktiv sind, aber trotzdem sind die sehr, sehr interessant. Von dem her, jetzt beantworten wir erst einmal die Frage, wie sieht es da überhaupt aus mit dem Tiefdruckgebiet? Ist es da stabil oder nicht? Ja, eigentlich eine ziemlich dumme Frage. Wenn es nicht stabil wäre, dann würden wir uns ja, wenn es nicht labil wäre, dann würden wir uns ja gar nicht melden. Weil ein stabiles Tiefdruckgebiet, was sollen wir denn dazu überhaupt berichten? Das ist jetzt der heutige Samstag. Da sehen wir im Prinzip, dass hier im Norden von Deutschland ein bisschen was so abgeht. Die haben auch Höhenkaltluft mit dabei. Das hier haben wir jetzt eine Zahl, die lautet minus 28. Und hier haben wir eine Zahl, die lautet, was haben wir da, minus 34. Hier haben wir minus 26. Also man merkt auf jeden Fall, dass Höhenkaltluft mit im Spiel dabei ist bei diesem Tiefdruckgebiet. Deswegen können wir auch sagen, dass heute im Norden von Deutschland ein bisschen was an Konvektion gehen wird. Und jetzt kommen wir zu dem morgigen Tag. Da sehen wir im Prinzip, dass hier die Warmfront schon durchgezogen ist. Und dementsprechend das Tiefdruckgebiet hier schon angetanzt kommt. So, jetzt sehen wir, dass hier ein Tiefdruckgebiet mit einem Kern von 995 Hektopascal über dem Bundesland Niedersachsen liegt. Und jetzt ist natürlich die Frage, vielleicht erkennen Sie das jetzt auch schon, ist das Ding jetzt überhaupt ein Bodentief oder ein Höhentief? Das fragen wir Sie jetzt mal. Und Sie haben schon natürlich gleich sofort richtig geantwortet. Machen wir mal das Telegramm hier. Einstellungen, Benachrichtigungen und tschüss und tschüss. Ja. Also wenn Sie Interesse haben, dann können Sie auch bei uns ein Telegramm anschreiben. Wir haben dementsprechend auch eine Wettergruppe und da diskutieren wir auf jeden Fall auch über solche Sachen wie jetzt zum Beispiel dieses Sturmtief. So, Sie haben schon richtig geantwortet, das ist ganz glasklar ein Bodentief. Und warum das Ganze so ist, das können wir Ihnen jetzt gleich auch verraten. Schauen Sie sich mal die ganzen Linien hier an. Egal ob das jetzt, gut, nehmen wir jetzt einfach diese Karte hier. Das ist Sonntag 15Z, das heißt 16 Uhr. In 3 Wochen wird endlich einmal die Uhr wieder in die richtige Position geschoben. Da haben wir dann nicht mehr 16 Uhr, sondern 17 Uhr. Aber in diesem Fall ist es 16 Uhr. So, hier können wir aussagen, die weißen Linien, die kreisen sich um das Tiefdruckgebiet herum. Das ist quasi jetzt hier bis hier in den ganzen Süden von Deutschland, kreisen die sich um das Tiefdruckgebiet herum. Aber wenn wir uns jetzt mal die schwarze Linien anschauen, die schwarze Linien, das ist vielleicht nochmal zur Erinnerung, nehmen wir jetzt einfach mal die fett bedruckte Linie. Da steht eine Zahl 552. Ich weiß, wir arbeiten nicht oft damit, aber ich kann es Ihnen jetzt auch verraten, das ist quasi die Höhenlage, da wo die Fläche von 500 HPA liegt. Das heißt, wir müssen hier einfach an diese Zahl noch eine 0 dranhängen. Ich weiß nicht, warum die das so machen, aber man kann noch eine 0 dranhängen, dann wissen wir, dass diese Fläche hier auf 5520 Hektopascal liegt. So. Nachdem wir das jetzt wissen, können wir uns das Ganze jetzt
ungefähr so vorstellen, wie wenn das jetzt Isobaren wären, aber das sind eigentlich keine Isobaren, sondern die nennen sich Isohypsen. Ja, ein bisschen komischer Begriff, aber gut. Gehen wir davon aus, dass das jetzt einfach Isobaren sind, so ähnlich wie am Boden. Ja, dann können wir davon aussagen, dass der Druck hier unten irgendwo Hochdruckgebiet ist. Ja, und nach Norden hin nimmt der Druck ab. Ja, das heißt, hier haben wir 528, also 5280. Da können Sie sich schon mal vorstellen, dass wir bis nach Norden hin die Fläche um 300 Meter runtergegangen ist. Ne? Und ja, das Ganze ist ja jetzt im Prinzip so, dass wir hier nun mal diese Aussage haben. Ein stabiles Tiefdruckgebiet ist es erst dann, wenn die weißen Linien zusammen mit den schwarzen Linien übereinander liegen. Erst dann ist dieses Tiefdruckgebiet stabil. Davor nicht. Ja. Und wenn nämlich diese schwarzen und die weißen Linien direkt übereinander liegen, dann fängt das Tiefdruckgebiet an zu okkludieren und geht nach und nach langsam kaputt. Ja. Aber hier in diesem Fall, wie wir es jetzt morgen am Sonntag haben, ist das jetzt ein Tiefdruckgebiet, wo wir aussagen können, es ist mitten in der Entwicklungsphase und dementsprechend auch ein gefährliches Tiefdruckgebiet. Ja. So, jetzt da dazu erstmal soweit so gut. Ich gucke jetzt mal, was so Modellwetter ist. Ja, Schauer. Dauerregen. Was haben wir hier? Ja, das ist der 6er-Lauf. Okay. 12 Zitzucker Böden. Also das ist jetzt ohne Gewitter bis 96 km pro Stunde. 15 Z. Ja. Da sehen Sie im Prinzip, dass eine scharfe Abgrenzung ist direkt an dem Tiefkern. Ne? Und dementsprechend wir hier im Süden auch einiges abbekommen werden. Ne? Wir können jetzt mal vielleicht kurz den K.O.-Index mal anschauen. K.O.-Index, das ist vielleicht bei Ihnen jetzt auch schon ein bisschen eingeschlafen, weil wir jetzt Winter hatten und dementsprechend absolut gar nichts los war. Ne? K.O.-Index ist quasi eine Art Aufsteigung. Ja. Da können wir im Prinzip aussagen, je negativer der K.O.-Index ist, wahrscheinlicher treten Gewitter auf. Ja. So ungefähr ab plus 2, also das ist dieser, hier haben wir eine 2, ab diesem Wert hier können Gewitter, also jetzt ohne irgendetwas, ohne ein Tiefdruckgebiet oder keine Ahnung was, ne, einfach Wärmegewitter können sich da entwickeln, ab K.O.-Index 2. Ja. Und wenn wir da jetzt im negativen Bereich gehen, da sind wir jetzt hier zum Beispiel morgen relativ flächig drin, haben wir hier zum Beispiel die minus 1, minus 2. Ne. Da können wir schon aussagen, okay, es ist doch wahrscheinlich, dass Gewitter auftreten, aber es ist nicht wahrscheinlich, dass verbreitet Gewitter auftreten. Ja. Deswegen, da müssen wir uns zum Beispiel morgen die Soundings mal angucken, wie die aussehen und dementsprechend. Ne? Ja, auf jeden Fall können wir aussagen, dass dank dieser K.O.-Index ist auf jeden Fall morgen einiges mit Konvektion und auch mit Gewittern zu rechnen. Ja. So, soweit jetzt da dazu. Die Böen sind ja doch relativ gut, zwischen 80 und 90 km/h. Ne? Und das ohne Gewitter. Mit Gewitter müssen wir halt eben auf den 850 HPA Wind uns konzentrieren und gucken, was da so runtergemischt werden kann. Ja. Das können wir Ihnen jetzt auch noch mal kurz vorzeigen. Mitteleuropa 850er Wind. Ja, gehen wir einfach mal so auf den 12 oder 15. Z, das ist mir relativ egal. Ja, da ist auf jeden Fall ein Dreieck und ein großer Strich
und manchmal noch ein kleiner Strich. Ich gebe es zu, es ist schwierig zu erkennen. Aber ein Dreieck sind 50 Knoten, ein großer Strich sind 10 Knoten und ein kleiner Strich sind 5 Knoten. Dementsprechend können wir... Oh, halt mal dein Maul. So. Dementsprechend können wir das Ganze natürlich auch umrechnen. Machen wir 50 plus 10 plus 5. Ergibt 65 Knoten. Und dementsprechend, jetzt tun wir das Ganze mal 1,852, weil das ist nämlich diese Umrechnung in Kilometer pro Stunde. Ne? Jetzt drücken wir auf die Eingabetaste. Dann kommen wir hier auf Werte von 120 Kilometer pro Stunde. Gut, das sind jetzt die Höhenwinde. Ne? Über den Fall kann er natürlich auch beschleunigen. Ne? Das ist natürlich klar. Aber so im Groben und Ganzen können wir davon aussagen, dass wir bei Gewittern mit Böen bis ca. 120 Kilometer pro Stunde rechnen müssen. Oder rechnen können. So, gut. Jetzt schauen wir uns mal so die Konvektion an. Machen wir hier mal Eingabetaste, weil das ganze Ding hier, das rechnet ja immer noch. Das ist das Kachelmann-Wetter, das nennt sich Super-HD-Modell. So, Parameter wechseln. Da. Okay, das war jetzt ein Sechserlauf. Daran erkennt man, dass es doch noch sehr unsicher ist. Das hier ist jetzt ein ganz normales Regengebiet, das nennt sich auch Warmfront. Das, was wir hier jetzt um 6 Uhr haben, zum Vergleich der Nullentrend, da hatte das Ding hier erst 6 Stunden später. Also überlegen Sie mal, das ist morgen. Und immer noch gibt es Unterschiede von 6 Stunden und mehr. Ja. Und dann, nachdem wir das Ganze hier durch haben, können wir feststellen, dass wir jetzt im Warmsektor sind und das Ganze jetzt mit Konvektion und Hebung in Gange kommt und dadurch ja, löst sich das Ganze auf. Die Sonne kommt da teilweise mit raus, ne? Und wir können auf jeden Fall aussagen, dass hier immer wieder der ein oder andere Schauer mit dabei sein wird, ne? Und dementsprechend interessantes Wetter gibt. Ja. Irgendwann wird noch die Kaltfront kommen. Ich weiß jetzt natürlich nicht wann, das wird irgendwann so um 3 Uhr nachts sein. ja, das ist jetzt noch der alte Lauf. Ne? Der alte Lauf, der hat ja jetzt hier die Kaltfront gerechnet. Ne? Und dementsprechend und der neue Lauf. Ja, da wird jetzt momentan gerade noch so ein bisschen rumgerechnet. Aber gut. Das wäre es jetzt soweit erstmal. Ja. Dann würde ich vorschlagen, schauen wir noch mal kurz rein, was so Estofex aussagt. Aber ich glaube, die haben .org war es. Ja, ich bin auch noch im Winterschlaf. Ein MD haben die rausgegeben. Okay. Ah, das ist es für heute. Okay. Morgen ist dann der Süden dran. Währenddessen heute der Norden dran ist. Ein MD. Gut, dann poste ich das jetzt mal auf. Bild kopieren. So. Einfügen. Senden. So. Die sind immer schon am Babbeln. Gut, dann können die da auch weiter babbeln. Auf jeden Fall für heute ist im Norden das Interessante und für morgen in der Süden. Schauen wir mal, ob die UWZ schon ein bisschen was reagiert hat oder nicht. Oh, sogar Warnstufe Rot aktiv in Baden-Württemberg. Okay. Okay. Und wann ist denn das? Das gilt für morgen. Von 4 Uhr morgens. Oha. Oha. Okay. Und von 7 Uhr. Das ist jetzt Höhen ab 500 Meter, Höhen bis 500 Meter, ca. 100 km/h. Gucken wir mal, was in Bad Rappenau ist. Da ist eine Vorwarnung herausgegeben. das ist jetzt für morgen Warnstufe Rot möglich. Sonntag starker Südwest, Südwest-Westwind, oha.
also Südwest-West-Wind, so herum, teils orkanartige Böen zwischen 80 und 115 km/h. Die sind sich aber da jetzt auch nicht ganz so schlüssig. Ne? Aber gut, klar, darf man ja jetzt auch noch nicht sich festmeißeln auf irgendeinen Wert, weil wir haben gesehen, das Tiefdruckgebiet ist relativ instabil bzw. labil. Warum? Das haben wir Ihnen bei Wetter 3 gezeigt. Ne? Und dementsprechend können wir auch aussagen, dass morgen auf jeden Fall Spannung dastehen wird, obwohl das unser aktueller derzeitiger Windmesser leider nicht mit registrieren kann. Ja. So, ich würde vorschlagen, da jetzt heute nicht allzu viel passiert, ja, da würden wir uns dann einfach morgen nochmal melden, am besten nach dem Mittagessen. Ja. Wir haben ja jetzt hier immer noch unseren Handwindmesser. Ne? Und dementsprechend schauen Sie mal. Morgen ist 12 Grad und dann hinter der Kaltfront wird es 4 Grad warm. Also nee, das ist doch relativ. Alter, Montag, ganzen Tag Schneefall. Wir brauchen diesen Müll, bitteschön. Gut, dass ich da arbeite. ja. Gut, gucken wir mal vielleicht, was die da von Wetter Online kurz reingeschrieben haben. Ob die das auch schon geklickt haben. Heute bis 75, morgen bis 90, ja, die haben schon geklickt. Schauer, 65, dann am Mittwoch. Die Aussichten sehen nicht so, naja, nicht so prickelnd aus, aber gut. Akzeptiert, dann soll es halt ein bisschen regnen. Schnee, wir brauchen den Schnee im März. Wir brauchen auch noch nicht mal Schnee im Dezember oder im Januar. Naja, egal. Gut, dann hätten wir soweit jetzt erstmal alles. Ne? Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Spaß bei unserer Dokumentation der ersten Doku im Jahre 2019. Noch ein Status zu der Dia-Show, und zwar nämlich, die ist jetzt schon fertig gearbeitet, die muss jetzt nur noch hochgeladen werden. Da können Sie auch auf jeden Fall mal reinschauen, wie wir unseren Urlaub Mitte Januar in Italien verbracht haben. So, und damit denke ich bis morgen und wir sehen uns. Bis gleich. So, sehr geehrte Damen und Herren, jetzt ist schon Sonntag, der 10. März 2019. Das Sturmtief hat uns nun erreicht. Und das Ding hat auch schon einen Namen, den können wir Ihnen auch gleich mal verraten. Der heißt Eberhard. Ja? So heißt unser aktuelles Sturmtief, das wo wir jetzt heute bekommen werden. Nun, draußen sieht das Ganze noch ein bisschen... bisschen ungemütlich aus, muss man zugeben. Ne? Es regnet überall und die Tannen, die bewegen sich auch schon ein klein wenig. Ne? Wir wollen uns doch jetzt mal ein bisschen genauer die aktuelle Wetterlage anzeigen. Deswegen, das können wir Ihnen jetzt auch gleich zeigen. Bis jetzt haben sich die Schauer noch nicht ausgebildet, auf die, wo wir warten. Aber wir haben schon ein paar verlässliche Messungen. Ich muss das Ding mal rüberheben. So. Okay. Gut. Übrigens. Gerade 10. Oh. Hat nur noch 1% Akku. Müssten mal langsam aufladen. Ja, das Ding ist bei mir schon ein paar Tage in Betrieb. Ne? Ja, gut, mit GPS ungefähr 3-4 Tage. Ne? Naja, egal. Das werde ich gleich aufladen, damit wir später auch startbereit sind. So, wir zeigen jetzt Ihnen mal die eine oder andere Messung, ne? Alle verstecken. Weg, weg. So. Das hier ist unser Logging. Das haben wir jetzt zum ersten Mal hier auf unserem PC hier eingerichtet. Also auf dem Windows 7er Rechner übrigens. Der Laptop hier ist, der ist neu.
Der wurde im Dezember gekauft, weil der alte Rechner, das ist der dort hinten, der hier, der hat nämlich einen Geist aufgegeben. Nach 12 Jahren Benutzung war es ihm sogar so peinlich gewesen, dass er noch nicht einmal überhaupt geschafft hat, den Recovery komplett fertig zu kriegen. Und zwar nämlich, der ist quasi immer mittendrin im Recovery abgestürzt und dann musste man wieder von vorne anfangen und das hat halt nicht funktioniert. Okay, das hier kann ich Ihnen jetzt mal so zeigen, was jetzt so vorgestern hier, gestern hier so los war. Im Norden von Deutschland gab es ein paar Blitze. Ist schon ein relativ guter Anfang für die Saison. Vor allen Dingen beachtlich, was das für den März bedeutet. Aber wir können Ihnen jetzt hier noch ein paar andere Sachen zeigen. Zum Beispiel, was haben wir hier für einen Mittelwind? Oh, ist ja doch schon einiges los, ne? Ja, aber das Ding, das kommt ja jetzt erst noch zu uns langsam her, ne? So ungefähr gegen 17 Uhr rum ist bei uns der Höhepunkt, ne? Von dem her, ja. Hier, das sind die Isobaren, ja. Heute Morgen um 7.21 Uhr habe ich das Logging angeschmissen, das sehen Sie hier. Und hier sehen Sie dann, wie das Ding hier zieht. Ne? Und jetzt achten Sie auch darauf. Ah, jetzt sind wir schon am Ende angekommen, 13.48 Uhr. Achten Sie darauf, wo die Isobaren am engsten sind. Und zwar nämlich hier in diesem Bereich. Ne? Das heißt quasi, dass hier in diesem Bereich müssen wir momentan die Böden suchen, um herauszufinden, was bei uns so am Nachmittag möglich ist. Ne? Wenn wir jetzt mal so ein bisschen zurückgehen, ja, dann sehen wir quasi, dass dieses Zentrum hier unverändert im Vergleich bis aktuell geblieben ist. Ne? Von dem her können wir damit auch eine relativ zuverlässige Böenvorhersage machen. Ja? Hier in Deutschland sieht das Ganze natürlich ein bisschen anders aus, mal von einer anderen Position. Ne? Sie erinnern sich, wir haben gestern ausgesagt, hier, das ist ein Bodentief, ja, daran erinnern Sie sich definitiv. Und was wir auch noch ausgesagt haben, ist, dass hier im Bereich vom Kern absolut nichts mit Wind ist, ja, und nur hier im südlichen Bereich. Das heißt, ungefähr so ab der Region von Köln, ja, würde ich jetzt mal tippen, fängt der Wind an, vielleicht noch ein bisschen höher, sagen wir mal Düsseldorf, ne? Ungefähr ab hier dürfte der Wind anfangen und weiter runter bis zu uns. Ne? So, okay, dann machen wir mal zu. Wir wissen schon, was es Eberhard heißt. Ne? Ja, was können wir hier noch zeigen? Da ist dieses Ding. Nicht auf das hier achten, das war jetzt gestern da, das hier ist heute. Hier sehen Sie dann. Aber gut. SAT 24. Echt RGB? Die muss ich mal rauslöschen. Die Links, die gehen leider nicht mehr. SAT 24 Deutschland. Ah, schauen Sie mal. Sehen Sie auch das Tief, wo das liegt, ne? Ich kann es Ihnen noch mal kurz animieren. Dann sehen Sie genau, wo das Ding liegt. Zwar nämlich ist der Kern genau hier. Sehen Sie das? Achten Sie mal da drauf. Dann sehen Sie, wie der rotiert, ne? Genau hier, wo es rotiert, da ist der Kern. Ne? Da ist die Isobarenkarte auch nicht so ganz richtig, ne? So, im Groben und Ganzen können wir aussagen, hier in Frankreich ist doch relativ sonnig. Ne?
Das heißt, das ist schon relativ begünstigend für Höhenkaltluftschauer. Ja, jetzt gehen wir doch mal zu dem spannenden Teil der Sache. Und zwar nämlich, ach genau, was macht ein UWZ? Der UWZ? Oh, hier haben wir Warnstufe Rot. Guck mal. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ein bisschen Warnstufe Rot, ne? Wir wollen jetzt aber gucken, was sind so die Windböen. Online-Radar, das braucht man nicht. Da, Windböen, Deutschland. So. Ja, jetzt sind wir schon am Ende angekommen. Also, was haben wir vorher ausgesagt? Wir haben ausgesagt, hier im Norden ist nicht so viel Wind. Ja, das sieht man jetzt zum Beispiel hier relativ gut. In Bremen haben wir zum Beispiel 25 Kilometer pro Stunde. Da oben, da wo unser Timo, der Experte für Solartechnik sitzt, haben wir hier 17 km/h. Direkt neben dran haben wir 12 und 14. Ja, also das sind so Windböen. Sehen Sie, da ist er ja schon. Das sind so Windböen, wo man eigentlich an heißen Sommertagen hat. Und hier unten sieht das Ganze natürlich schon ein bisschen besser aus. Zum Beispiel hier bei uns haben wir Heidelberg-Neckargemünd ist 76 Kilometer pro Stunde. Da unten ist Weibstadt mit 84 Kilometer pro Stunde. Öhringen mit 72 Kilometer pro Stunde. Dann haben wir auch nebendran die 104. Und das auf dem Pfälzer Wald sind die 129 Kilometer pro Stunde. Und in Mannheim halt 61. Ne? Sie erinnern sich, das Tief, das liegt jetzt momentan aktuell irgendwo hier in diesem Bereich, ne? Aber es strahlt halt nach Osten aus. Und deswegen sind hier so die stärksten Böen. Und wenn wir hier jetzt mal so drauf schauen, was wir so registrieren, an der Küste sind verbreitet 100er Böen, ja? 110, 101, 121, 102, ne? Ganz schön ekliges Wetter dort. Ich glaube, wir gucken uns das Ganze mal bei Windmühlen Frankreich an. Machen wir ein bisschen näher. So. Da jetzt nur 48, das sind die relativ neuesten Meldungen. Ne? Ja. Sehen Sie, sogar hier auf dem Meer haben wir 133 Kilometer pro Stunde. Ja. Also das ist schon ordentlich, muss man sagen. Und wie schon erwartet, hier ist der aktuelle Hotspot. Ja, damit würde ich vorschlagen, warten wir erstmal noch das eine oder andere ab. Alter, da war das lang, mein lieber Scholli. Ja, wegen Blitzortung und so weiter haben wir bis jetzt noch nichts vorliegen. Nochmal DVD. Und gucken, was die da sagen. Ja. Deutscher Wetterdienst. Unwetterwarnung. Komisch. Die in Nordrhein-Westfalen, nördliche Rheinland-Pfalz und Teile von Hessen rot. Amtliche Unwetterwarnung vor orkanartigen Böen. Es treten orkanartige Böen um 110 Kilometer pro Stunde aus westlicher Richtung auf. In exponierten Lagen muss mit Orkanböen bis 120 km/h gerechnet werden. Interessant.
Ja, gut, auch bei uns hier in Heilbronn. Orkanartige Böen bis 110 km/h. Naja, also in Schauernähe zumindest mal. Jetzt gucken wir uns mal das Radarbild an. Wetterkonto hat er schon vergessen. Hat der schon vergessen? Vergessen, vergessen. Ja, der braucht ein bisschen länger, weil er einen Download auch beansprucht. Ein Cairn. Ja gut, der meint wahrscheinlich das andere Tiefdruckgebiet. Das ist das Ding, was uns eigentlich am also Mittwoch erwartet. Weil das Ding so lahm ist, aber naja, egal. Ja. So sieht das Radar aktuell aus. Sie sehen, ein paar Regenschauer ziehen drüber. Ja. Bei uns auch. Jetzt wird es demnächst dann wieder trocken sein. Und ja. Ja, so. Ja, deswegen, da müssen wir jetzt erstmal abwarten, was sich so im Laufe der nächsten 2, 3, 4 Stunden tut. Orkanböen in Baden-Württemberg, was soll das bedeuten? Ja, gut, egal. Wir warten auf jeden Fall jetzt erstmal noch die nächsten 2, 3, 4 Stunden ab und gucken, was sich so entwickelt. Ne? Und dann dementsprechend, ich glaube, die meinen jetzt hier Lagen über 800 Meter. Naja, egal. Gut, wir melden uns auf jeden Fall, sobald sich etwas Spannendes getan hat. Ja? Und von dem her sage ich bis gleich. Sturmtief Eberhard hat uns nun erreicht. Die nächsten 2 bis 3 Stunden werden auch wir orkanartige Böen zwischen 95 und 115 Kilometer pro Stunde erreichen. Der Nachbar war schon mal vorsorglich und hat alle seine Bäume gefällt. Wir werden jetzt gleich die Jacke anziehen und zu einem unserer Messpunkte fahren. Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei Sturmtief Eberhard. Das ist unser Baum. Ist auch nicht allzu viel los, muss man sagen. Momentan aktuell. Wir haben hier unseren Windmaster 2. Das ist momentan der einzige Windmaster oder Windmesser, der aber überhaupt funktioniert. Den haben wir jetzt mit an Tour. Und jetzt fahren wir mal raus, komplett aufs Feld und schauen uns dort mal die Tatsachen an, was wir da so abmessen können.
Ja. So. Mach mal auf. Okay. Und jetzt zeigen wir Ihnen mal die aktuelle Böenmeldung. Oh Mann. So. Diese Böen hier registrieren wir aktuell gerade in unserer Umgebung. Sie reichen von 78 bzw. 69 km/h bis 114 km/h. Vor ca. einer halben Stunde wurde in Karlsruhe eine Böe von 120 km pro Stunde gemessen. Das ist dementsprechend schon normaler Orkan. Ja. Auch hier in Karlsruhe, in Rheinland-Pfalz und in Nordrhein-Westfalen ist auch einiges los. Ne? Und hier oben, Niedersachsen, da ist es schön blau, deren gemütlich Dauerregen, ne? Bezüglich wegen dem Regen. Feldberg 163 km pro Stunde. Okay. So, schauen Sie mal. Wir haben das Problem, dass sich die Schauer immer erst nach uns ausbilden. Das ist ein massives Problem. Und ich habe keine Ahnung, wie man das beheben könnte. Ne? Westlich von uns ist nichts, absolut gar nichts, ne? Und hier in Niedersachsen, da ist Dauerregen ohne Ende, ne? Das freut den Timo aber sehr. Ne? Das ist der einzige Schau, der ist Richtung Osten. Da können wir Ihnen sogar noch zeigen, wie der aussieht. Ah, wo ist er? Das dürfte der da sein. Ne? Da ist der CB. Ja, das ist der dort wahrscheinlich, der Schauer. Aber, schauen Sie mal, wie ruhig es momentan ist. Ja, ich glaube, wir melden uns später nochmal. Weil jetzt ist momentan gerade komplette Ruhe. Aber ich lasse schon mal die Kamera und den Windmesser schon im Auto drin, deswegen ich bin gleich wieder zurück. So, wir hatten Hoffnung gehabt, dass wir noch dass sich noch ein Schauer ausbildet, aber da haben wir eine halbe Stunde gewartet und nichts passiert. Deswegen fahren wir jetzt trotzdem einfach mal so aufs Feld, um zu gucken. Oder zumindest erstmal an die exponierte Stelle. Ja. Wo wir hier in Bad Rappenau haben. Zumindest mal dahin. So, jetzt gucken wir mal, Garagentor geht zu oder nicht? So, ist jetzt zu, perfekt. Das ist windig. Aktuell haben die in Nordrhein-Westfalen zumindest teilweise den Fernverkehr, also die Deutsche Bahn, den eingestellt. In Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg fährt noch alles ganz normal, geplant, mehr oder weniger pünktlich. Ja.
hoffen wir mal, dass morgen alles ganz normal fährt, weil morgen ist ja wieder die Arbeit. Hm? Bahnhof, auf der linken Seite steht alles drauf, sogar ohne Verspätungen. Das ist typisch Deutsche Bahn, wenn absolut nichts mit Wetter ist, dann ist Verspätungen bis zum geht nicht mehr. Und wenn so ein Sturmtief wie heute ist, dann ist alles pünktlich. Ne? Das ist echt komisch. Aber naja, gut. Alter, von woher die ganzen Autos hierher kommen. Das ist heftig. Als ob hier eine Veranstaltung wäre. Ah, gucken Sie mal, da hat einer einen Sonnenschirm vor sein Auto gelegt. Hoppala, da ist was draufgefallen. Aufs Auto. Dann müssen wir halt gucken, dass wir das Auto nach Möglichkeit so hinstellen, dass westlich von uns kein Baum ist. Ne? Falls der doch umkrachen sollte, damit dann das Auto noch gescheit da bleibt. Ne? So. Das reicht dann. Gut. Dann stehen wir jetzt mal auf. Kamera in die Hand. So. Nehmen wir den Windmaster. Und dann messen wir hier mal an unserer geliebten exponierten Stelle. So. Also gut, dann wollen wir doch mal gucken, was wir hier so abmessen können. Der Wind ist hier weitgehend aus West. Das würde das Ganze passen. Danach sind wir frei. Thank you.
6 Kilometer pro Stunde, soweit ich das jetzt weiß. Ja. Hatten wir noch mal. Hier hat einmal ein Blitz eingeschlagen.
ist irgendwo die ganze Zeit ein Alarm. Keine Ahnung, wo da ist, vielleicht das Kaufland oder. Hier war ich noch nie gewesen. Ich bin eigentlich noch nie weiter rausgegangen als. Pause. Schöne Pause. Schauen Sie mal dort hinten. Sieht auch nach einer Frischblume aus. Schau mal. Vielleicht ist da auch. Keine Ahnung, wohin der andere Schauer gezogen ist.
musste meinen Schlüssel rausholen. Oh. Pause. Oh, so. Jetzt machen wir davon mal noch ein Beweisfoto. So, wir melden uns gleich nochmal. Jetzt fahren wir mal raus aufs Feld. Wir haben hier auf jeden Fall mal ca. 15 Minuten lang gemessen. Ja? Und dabei haben wir eine Windgeschwindigkeit von 91 km pro Stunde erfasst. Mal schauen, was wir jetzt auf dem Feld erfassen werden. Ja, beim Wartberg, da könnte man eigentlich rauskommen. Ich bin zwar diese Straße hier noch nie gefahren, aber gucken wir mal, wo wir gleich rauskommen werden. Da bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Wir fahren jetzt zumindest mal zu einer der höchsten Erhebungen, die wir hier überhaupt haben. Alter, ich wohne hier schon über 20 Jahre, von 1997, und war hier noch kein einziges Mal. Interessant. Interessant. Ah, jetzt bin ich bei der Rosenstraße, ne? Okay. Wieder geparkt hat. Schauen Sie mal den rechts an. Lol. Tja, jetzt muss man sowieso erstmal warten, bis der da drüben geparkt hat. So. Jetzt können wir dann durch die Rosenstraße fahren. Für welchen Schild würden Sie sich entscheiden? Das wäre gar nicht mal so einfach. Links darf man kein Auto und kein Motorrad fahren und rechts darf man nur mit Fußgänger und Fahrrad fahren. Ja, okay. Aber egal. Oha, dann läuft einer mit dem Köter rum.
war ich eigentlich schon länger nicht mehr. Gut, vielleicht hier durchspaziert im Winter, aber so beobachtet habe ich hier jetzt auch schon länger nicht mehr. Aha, was haben sie denn hier aufgebaut? Interessantes Ding, was die hier aufgebaut haben, ne? Na, dann gucken wir doch jetzt mal. Alter Schwede, wie das wackelt. Ich glaube, hier draußen ist es noch stärker. Jetzt sind wir wirklich exponiert. Ja, also. Schlüssel in die Tasche rein. Okay, gut. Dann starten wir jetzt.
Vielleicht tausche lieber wieder die Hand, weil die linke Hand, die ist sowas von schwach geworden. Aber man merkt, dass der Sturm jetzt irgendwie etwas nachgelassen hat. Und die Bewölkung, die kommt jetzt noch. Ja. Naja, ich sag mal so. Ein bisschen komisch hier. Schaut mal, wir haben immer noch einen blauen Himmel. Sache ist, ich gehe jetzt mal gleich ins Auto rein und guck mal jetzt, vergleiche jetzt mal so die Messwerte mit. So ein bisschen Päuschen. Stellen wir den da hin. Puh. Alter, ist das anstrengend. Und ich bin gerade mal 15 Minuten hier rumgegammelt und habe hier eine Böe von 110 gemessen. So, also, jetzt tun wir mal aktualisieren. Nur unten, dort bei Rastatt, wurden 121 gemessen. Ansonsten haben wir eigentlich hier einen der höchsten Böen gemessen. Ne? Karlsruhe meldet 108. Pfälzer Wald meldet 142 km/h. Im Saarland sind wir 111. Oh, schaut's mal, hier ist sogar windstill. Windstill, das wäre mal cool. Dann wäre es nicht so anstrengend. Nee, aber ja, so im Groben und Ganzen können wir aussagen, dass wir in etwa jetzt eigentlich schon beim Höhepunkt vom Sturm fast vorbei sind. Ne? Sie merken, dass der Tiefdruckkern hier jetzt schon in Richtung Nordosten, also Brandenburg, Niedersachsen, nicht Niedersachsen, wie heißt das, Mecklenburg-Vorpommern. Ich will Fenster aufmachen. Warum geht das nicht? Fenster aufmachen. Dann können wir ja den mal just for fun rausheben. Ne? Aber ja, so könnte man eigentlich theoretisch gesehen auch noch messen. Es wäre wesentlich entspannter, so zu messen. Aber ich glaube, viel wird er jetzt hier auch nicht mehr reißen als 110 km/h. Ne? Weil ich meine, auf solche Böen muss man halt auch warten. Na gut, ich mache das Ding jetzt auf jeden Fall mal aus. So. Ja. Zusammenfassend können wir aussagen, dass das Sturmtief
endlich mal wieder ein normales Sturmtief ist. Ne? Nicht immer solche, wie soll man sagen, 0815-Dinger, die wir mit 60, 70 hier durch die Gegend brettern. Ne? Ich wollte jetzt Ihnen noch kurz zeigen, Pression. Da. Das ist jetzt EU. Naja, egal. Kann man ja auch ein bisschen ranzoomen. Da sehen Sie im Prinzip, dass der Kern hier im Nordosten von Deutschland ist. Ne? Da können wir Ihnen jetzt noch kurz zeigen. Mein Kachelmann-Wetter. Das Kachelmann-Wetter gerade kaputt gegangen. Was ist da los? Hier, bitteschön. Ihr könnt hier auch noch meine Messwerte hier ermitteln. Mal gucken. So. Ah, Kachelmann funktioniert. Messwerte. Ich weiß natürlich nicht, ob Kachelmann überhaupt das Ding hier drin hat. Ich habe das ja doch per Mail abonniert. ...109 haben sie gemessen. Wetterdienst? Oh! Auf einmal! Plötzlich auf einmal tun sie amtliche Unwetterwarnung vor orkanartige Böen. Alter, bis 20 Uhr! Was geht denn hier ab? Das ist heftig. Das ist richtig heftig. Windböen 17 Uhr. Aber 17 Uhr haben wir noch gar nichts. Aber 16 Uhr. Okay. Das können wir Baden-Württemberg machen. So. Ja, also unsere Messwerte, die kommen eigentlich doch relativ gut genau dem hin, was wir hier so registriert haben. Karlsruhe 115. Direkt daneben 107 und 120, Pfälzerwald 143. Ja gut, eigentlich hier in Heilbronn, Heilbronner Umgebung, kann man gar nicht mal die 100 geknackt. Ne? Da sind wir schon mit den 110 doch höher als eigentlich die ganzen anderen Stationen. Ne? Gucken wir mal, was für 15 Uhr war. Kleinen Moment. Ja, ladet er oder ladet er nicht? Ah, jetzt hat er es. Okay. Ja, 15 Uhr war schon stärker. Das heißt, wir hätten eigentlich schon früher rausgehen können und messen. Okay, hier im Heilbronner Land waren jetzt 78, 89. Ne? Aber da weiter unten Richtung Stuttgart war es dann doch schon etwas stärker. Ne? Und generell können wir mal vielleicht bei Wetter Online gucken. Ist mir jetzt auch egal. Südost 88 Kilometer. Alter. Ich glaube, da könnten wir doch eigentlich noch mal rausgehen und probieren zu messen. Ne? Wo war das Live-Wetter?
Ah, hier, Wetter aktuell. Wetter aktuell. Da. Spitzenwöhntag. Ein bisschen. Hey, warum vergrößert er das nicht? Na ja, egal. Ja, also wenn wir nach Wetter online gehen, dann haben wir eigentlich der Theorie nach, wenn wir außer den Feldberg jetzt da rausnehmen, die höchste Böe in ganz Baden-Württemberg gemessen. Ne? Also, ich weiß nicht, ob wir die 110 nochmal knacken werden oder nicht. Ne? Ich glaube eher weniger, weil das war schon ordentlich anstrengend, muss man sagen. Ne? Und, Moment, wenn wir jetzt mal auf die Dings gehen. Rafales. Rafales. Rafales, hier. Ja, die Frage ist nur, ob der Sturm dann später nochmal stärker wird oder nicht. Ich glaube eher weniger. Aber eigentlich, theoretisch gesehen, müsste er eigentlich stärker werden, ne? Aber da bin ich mir jetzt selbst unsicher, wie das aussieht. Schauen Sie mal, hier in Nordrhein-Westfalen. Da müsste eigentlich das Stärkste abgehen. Und ich messe hier nur in Baden-Württemberg 110. Ja, klar. Ist echt komisch. Und schauen Sie mal. Jetzt gucken wir mal, wie es bei der Deutschen Bahn aussieht. Ja, alles schön pünktlich, ne? Alles super, alles perfekt. Oh. Das sind nur IC-Züge. Bergstraße, genau, so heißt das Kafta. Plane in der Oberleitung, okay. Hier, ich kann das mal in den Wetterservice reinposten. So. Naja, gut. Was machen wir da jetzt? Auf jeden Fall, das war die stärkste Böe, wo der Windmesser, also der Windmaster 2, in meiner Anwesenheit je erlebt hat. Na, dann kommt immer noch mal raus. Zündung eingeschaltet. Ach so. Ich muss erstmal das Fenster zumachen. So. Schlüssel lasse ich jetzt mal hier drin stecken. Ich glaube nicht, dass hier irgendjemand vorbeikommt und uns aufklaut.
Also, was haben wir daraus gelernt? Nur noch 4
Naja, gut. Ich werde eigentlich vorschlagen, dass wir jetzt schon mal langsam uns mal schlau machen, wie das Radar aussieht. Hm? Oh, außerdem bräuchte ich mal wieder eine Pause. Weil das ist nicht ganz so einfach, hier im Wind rumzustehen und dann auch noch filmen zu können und Messungen durchzuführen und alles, naja, jedenfalls nicht allzu lang. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir definitiv die eine oder andere Orkanböe draufkriegen würden, wenn wir 3 Stunden lang hier uns hinstellen würden und messen. Hm? Aber, naja. Guck mal hier so ein Foto. Ja gut, da gibt's wieder den Bug von Huawei. Naja, egal. Auf jeden Fall, hier können Sie auch noch mal ganz in Ruhe sich die Zahl anschauen, die wo wir hier registriert haben. 114 km/h war das Maximum. Damit liegen wir eigentlich relativ gut bei den höchsten Böen, die wo überhaupt in den öffentlichen Naja, ist ja jetzt egal, welches man schickt. Ne? Ja, vielleicht gibt es noch den einen oder anderen Schauer. Nö, ist aussichtslos. Aussichtslos, mein lieber Scholli. Ich finde es echt schade, so ein gutes Sturmtief. Und das Ding kann doch nicht mal HKL-Schauer machen. Ja, okay, was soll man eigentlich im Warmsektor auch erwarten, dass HKL-Schauer kommt, ne? Wir befinden uns ja jetzt momentan aktuell im Warmsektor. Von dem her können wir auch gar keine HKL-Schauer hier erwarten, ne? Bisschen bescheuert, aber gucken wir mal, was die Messungen jetzt aussagen. Keine einzige Station über 100 km/h, außer die dort unten. Das wird wahrscheinlich, wer ist der? Der Hohenpeißenberg? Nee, Quatsch, der heißt nicht Hohenpeißen. Der ist Hornisgrinde.
als der Berg, wo 116 draufsteht. Ne? Alter, in Kassel, oder nee, das ist nicht Kassel, das muss ja schon Fulda sein, 118. 118, das habe ich auch fast registriert. Also bitte, den Wert könnte man hier auch reinschreiben. Warte mal, den schreibe ich jetzt mal rein. Alter, meine Hände sind wie gelähmt, mein lieber Scholli. Nicht 15, ich war ja eine halbe Stunde. Dann nicht mal das Wort weht. Ja, morgen HKL schauen wir noch, da muss ich sowieso wieder arbeiten. Na gut, damit sagen wir auf jeden Fall, wir brechen an dieser Stelle mal die Messungen ab. Und ich meine, gut, wir wären eigentlich relativ dicht in den 118 km/h dran gewesen. So. Ich denke auf jeden Fall, dass wir definitiv die 118 hier knacken würden. Ja? So ist das ja nicht gesagt. Aber dafür muss man mindestens eine Stunde lang rumstehen und warten, bis eine richtig exakt gescheite Böe kommt. Ne? Und dazu müsste man erstmal Handschuhe, Mütze, obwohl es aktuell eine Temperatur von hier 11 Grad. Haben wir 11 Grad aktuell. Ne? Und trotzdem ist es sowas von arschkalt und. Also, ich glaube, da verbrennen sie mehr Energie, als wie wenn sie für 3 Stunden in den Fitnessraum gehen und dort an den Geräten rumziehen und hantieren und alles drum und dran. Ne? Also, ja. Das hier ist unser neuer Fitness. Ne? Ich fahre jetzt einfach dort nach vorne rum, dann fahre ich da rechts, dann in die Straße Richtung Bodenfeld. Und am Bodenfeld fahre ich dann zurück nach Bad Rappenau. Naja, gut, auf jeden Fall, wir haben jetzt gesehen, was so ein Bodentief, ja, das ist ja eigentlich nur ein Bodentief, was das Ding hier so drauf hat. Ne? Das ist doch relativ interessant, muss man schon zugeben. Leider können wir morgen die HKL-Wetterlage nicht verfolgen bzw. beobachten. Das liegt daran, weil wir halt arbeiten. Wir arbeiten von Montag bis Freitag durchgängig und sind da von 5 Uhr morgens bis 18 Uhr abends weg. Und dementsprechend können wir halt nicht alle Wetterlagen beobachten, leider. Nein, naja. Naja, gut, egal. Die Wetterlagen, da wo man frei hat, die kann man ja natürlich weiterhin beobachten, noch dokumentieren, dementsprechend natürlich auch aufzeichnen. Thank you.
könnten wir noch dort links auf diesen Berg da drauf gehen. Ne? Das wäre theoretisch gesehen auch möglich. Das wäre der höchste Punkt, wo es hier überhaupt gibt. Ne? Aber da drüben ist halt ein Bauer unterwegs und ich weiß natürlich nicht, ob das für den so cool ist, wenn man jetzt sich da hinstellt und eine halbe Stunde lang Wind messen tut. Naja gut, trotz allem, in allem haben wir eigentlich einen relativ guten Messwert erfasst, ja, im Vergleich zu Baden-Württemberg oder im Vergleich eigentlich zu ganz Deutschland. Ne? Obwohl es doch manche Stationen gibt, die wo einen höheren Wert haben als wir. Ne? Aber ich meine, wir haben nur eine halbe Stunde gemessen. Nur. Und der Sturm, der dauert mindestens 5 Stunden. Ja? Oder eigentlich sogar 6 Stunden. Ja? Und ich meine, ich stelle mich ja jetzt auch nicht die 6 Stunden dahin und tu messen. Für das habe ich nicht die Kraft. Weil, naja, dann ist man halt am nächsten Tag komplett durchgepustet und krank und sonst noch was. Egal. Auf jeden Fall, der Sturmtief hier war ein Erfolg. Das nennt sich Erhard. Und ja, dann gucken wir mal, wann die ersten Gewitterlagen sind. Auf jeden Fall, wir können halt eben nicht alle Gewitterlagen beobachten. Wie schon gesagt, wegen der Arbeit. Ja. Aber die Gewitterlagen, die wo wir beobachten können, die werden wir natürlich auch beobachten und dokumentieren. Und damit wünschen wir Ihnen ein gutes und erfolgreiches neues Jahr 2019. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht, diese Dokumentation. Und vielleicht ist ja der eine oder andere doch ein klein wenig schlauer geworden. Ne? Zum einen in der Analyse der Wetterkarten. Obwohl, ja gut, das Beispiel mit dem K.O.-Index sollte eigentlich jetzt nicht so laufen. Ne? Weil laut dem K.O.-Index wären ja Gewitter möglich. Ne? Aber sie sind halt nicht eingetreten. Das war halt alles. Ne? Von dem her, na, einer von Nürnberg. Also, da wissen Sie jetzt, Baden-Württemberg kann auch was aushalten, ne? Obwohl Orkan über uns ist. Trotzdem fahren alle Züge pünktlich, ne? Nicht so wie in Niedersachsen, wenn da schon kleiner Furz von 80 km/h kommt. Gleich sofort Stillstand. Ne? Also, so viel mal zum Thema Deutsche Bahn und Baden-Württemberg. Von dem her denke ich, morgen wird man ohne Probleme, ohne Gefahr auch zur Arbeit kommen. Aber gut, soweit so gut. Wir haben jetzt Sturmtief Erhard oder Eberhard dokumentiert und dementsprechend sind wir auch mit einem sehr guten Ergebnis zufriedenstellend. Ja. Obwohl eigentlich schade, der andere Windmesser, der hat halt seinen Geist nach 8 Jahren aufgegeben. Deswegen, aber der wird ersetzt, der wird ersetzt. Bei der nächsten Dokumentation wird wieder alles schön brav gemessen. Ne? Von dem her, soweit so gut. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht, diese Dokumentation. Ja? Und von dem her, daher wünschen wir Ihnen noch einen angenehmen Resttag und ein angenehmes, erfolgreiches Jahr 2019. Ja? Und damit verabschieden wir uns auch schon gleich und würden auch aussagen, bis zum nächsten Mal. Oh.
Rohr muss noch aufgehen. Ah, jetzt geht's auch sehr schön. Naja, gut. Dann gucken wir jetzt noch mal kurz rein, was wir da jetzt so vorfinden. Schau, es sind keine. So, gut, damit verabschieden wir uns. Es gibt keine weiteren Neuigkeiten. Damit bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.